Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchelaar und ich bin wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Paragon-Kisten-Opening präsentieren. Ich habe nämlich wieder ein paar Kisten zusammengefarmt. Insgesamt haben wir jetzt hier vier Kisten, beziehungsweise eine habe ich dann noch bei dem Rostbolzenwiderstand offen hier hinten. Heißt, wir haben nur Kisten, wo eventuell auch was rauskommen kann, was ich noch brauchen kann. Unter anderem brauche ich ja noch hier ein paar Legendary-Essenzen. Mittlerweile sieht es tatsächlich schon ganz gut aus. Vor allem hier für den Zweitspec brauche ich noch ein paar Zweit- und Drittspec quasi, paar Legendary-Essenzen und die Pets aus den neueren Kisten brauche ich natürlich auch noch. Und ja, mal gucken, ob ich Glück habe, ob ich da noch was rauskriege. Und ich würde sagen, wir fangen mal hier an mit dem Rostbolzwiderstand. Und kriegen Gold und quasi ein paar Vorräte raus. Jetzt holen wir mal hier noch die zweite Kiste. Komm, wir machen gleich die nächste auf. Nummer zwei. Okay. Zweimal nichts. Gut, danke fürs Gespräch. Dann machen wir einmal die Uldum-Kiste auf. Da haben wir auch nichts drin. Dann die von den Ankuanern. Wieder nichts. So, die letzte haben wir noch. Rajani, gib mir dein Pet. Oh, ich habe eine Essenz bekommen. Und zwar ist das die Wiederherstellungsessenz von den Rajani. Also die Essenzen droppen sehr gut. Ich habe nämlich letztes Opening. Waren es zwei Essenzen, was ich von den Rajani bekommen habe? Jetzt muss ich gleich mal gucken, welche mir hier noch fehlen. Eternal Palace. Und okay, das sind keine Rufdinger mehr, genau. Die Tank-Essenzen habe ich jetzt alle schon. Hier haben wir die von den Rostbolzen. Ankuana. Ankuana. Hier, das ist das von den Rajani. Ist es das zufällig? Jetzt muss ich gerade mal gucken. Geistelware. Ah, die habe ich bekommen quasi. Also die können wir uns gleich lernen. Dann haben wir hier eine. Die kriegen wir von Ashara. Rossbolzen. Und die kriegen wir auch von Queen. Ich würde sagen, wir hauen jetzt die mal rein. Dann fehlen mir jetzt quasi zwei von den Ankuanern und zwei vom Rossbolzen. Also DD und Hyla jeweils noch. Und dann DD und Hyla von Queen. Also müssten es insgesamt sechs Stück sein, die mir noch fehlen. Vom Zweit- und Drittspec, wenn man das mal so sagen darf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Genau, und die eine lerne ich. Ja, gut. Also dann habe ich quasi jetzt alle neuen Essenzen. Also alle Essenzen von den neuen Ruffraktionen und von den alten immer noch nicht. Also man sieht schon. Vielleicht hatte ich jetzt extrem Glück, das kann ich jetzt auch nicht genau sagen, ne? Könnt ihr mir vielleicht in die Kommentare schreiben, wie es bei euch aussieht. Aber jetzt von den Rajani und von Uldum habe ich es sehr schnell bekommen. Also das waren jetzt nicht viele Kisten. Und wer meine Opening-Videos von den Paragon-Kisten schon ein bisschen beobachtet oder mitverfolgt hat, der weiß, ich habe auch schon, ja, als 8.2 rauskam, eine Weile lang diese blöden Kisten gefarmt. Also mir scheint, dass die wesentlich beschissener droppen. Ja? Also vom neuen Content habe ich die Essenzen und vom alten noch nicht. Das sagt schon mal einiges aus, obwohl ich da eigentlich schon immer dran geblieben bin. Klar, mit einer kurzen Pause zwischendurch, aber dennoch. Ja gut, okay. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt bei den alten Kisten vielleicht mal zum Erfolg kommen und die neuen brauche ich ja immer noch, weil da auch dementsprechend die Pets drin sein können. Da habe ich leider noch keins. Die könnte ich mir zwar auch mal haar kaufen, aber im Moment liegen die hier auf den meisten Servern noch über 100.000 Gold und da ich arm bin und kein Gold habe, nein, ich bin geizig, weil ich mir nur andere Sachen kaufen will, ja, muss ich dann noch ein bisschen warten, bis die, wenn dann günstiger werden oder ich die Pets drin habe, weil ja, für die Marken mache ich ja sowieso noch die Dailies und da gibt es den Ruf hier nebenbei. Gut, das war's mit der kleinen Episode. Wieder eine Essenz mehr, freut mich natürlich und ja, schreibt mir gerne eure Erfahrungen mit Essenzen in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Chala, bis dann, ciao.